Wir machen heute Friki mit Hühnchen und Zitrone. Für alle, die Friki nicht kennen, Friki ist ein Hartweizen, der unreif geerntet und geröstet wird. Und man kann als Alternative auch Grünkern nehmen. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist eine gute Alternative. Und Friki gilt auch als ein Superfood. Das ist mega gesund und in der arabischen Küche ist es sehr beliebt. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal die Zutaten an. Wir brauchen einmal Pollofino, dann etwas Butter und Olivenöl zum Anbraten. Dann habe ich hier 3 Knoblauchzehen, eine große rote Zwiebel, unser Friki natürlich. Und dann habe ich hier noch eine Zitrone und eine Hühnerbrühe. Ich habe das jetzt selbst gemacht, aber ihr könnt einfach auch eine gekaufte Hühnerbrühe nehmen. Und zum Würzen habe ich hier noch ein bisschen Chili-Pulver und Salz. Als allererstes würze ich mein Fleisch und ich werde das jetzt ganz einfach würzen. Einfach nur ein bisschen Chili-Pulver gebe ich drüber. Und ein bisschen Salz. Ihr könnt hier wirklich ganz nach Lust und Laune euch austoben und nach Geschmack auch noch andere Gewürze dazugeben. Das brate ich jetzt erst von beiden Seiten einmal scharf an. Übrigens habe ich in meiner Pfanne kein Fett dazu gegeben, weil ich ja mein Pollofino mit der Hautseite unten gleichgelegt habe. Und das Fleisch gibt dann auch nochmal so ein bisschen Fett von sich und das reicht dann auch, um mein Hühnchen darin anzubraten. Das Fleisch habe ich jetzt von beiden Seiten scharf angebraten und das ist voll in Ordnung, wenn das Fleisch noch nicht ganz durch ist von drinnen, weil das kommt nachher dann nochmal zurück in meine Pfanne. Und hier in dieser Pfanne geht es auch direkt weiter. Ich gebe hier ein bisschen Olivenöl dazu und ein kleines bisschen Butter. Und dann gebe ich meine Zwiebel und Knoblauch dazu und lasse das alles auf mittlere Hitze anschwitzen. Zwiebel und Knoblauch habe ich jetzt ungefähr 2 Minuten hier auf mittlere Hitze angeschwitzt und jetzt können wir auch den Friki dazu geben. Das brate ich jetzt alles nochmal scharf rundherum an. Ich habe jetzt die dreifache Menge Hühnerbrühe und ich werde jetzt die Hälfte davon hier hineingeben und die andere Hälfte, die verwenden wir später. Ich habe jetzt 2 bis 3 Mal mit der Hälfte von meiner Hühnerbrühe den Friki immer wieder abgelöscht. Und jetzt gebe ich mein Hühnchen einfach wieder zurück in die Pfanne und platziere es in der Mitte von dem Friki. Die restliche Brühe, die verteile ich jetzt auf meinem Friki.
Und fast hätte ich es vergessen, die Zitrone, die wird jetzt einfach in dünne, feine Streifen geschnitten. Und die gebe ich dann einfach oben drauf. Das decke ich dann alles mit einer Alufolie ab und das kommt dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Das kommt jetzt bei mir im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Ich habe nämlich hier auch eine ofenfeste Pfanne. Falls du keine ofenfeste Pfanne hast, dann kannst du auch eine Auflaufform nehmen. Oder du machst es einfach auf dem Herd, Deckel drauf und auf niedrige Hitze. Das war jetzt für 40 Minuten in den Backofen und das sieht richtig gut aus. Ich habe schon geschaut, das Frike ist schon richtig schön durch. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir das Fleisch so ein bisschen nochmal herausholen und so einmal kurz lüften. Zitrone kann aber auch ein bisschen vertragen. Das kommt jetzt für weitere 10 Minuten in den Backofen, aber ohne Bedeckung. Es ist so lecker. Also für alle, die schon immer was mit Frike kochen wollten, probiert das Rezept unbedingt aus. Es ist so einfach. Probiert das Rezept unbedingt aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es geworden ist. Das komplette Rezept mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Das verlinke ich euch auch gerne unten. Und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Rezepte zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!